Aber Gabis Gesundheit geht natürlich vor. Ist doch klar. Selbstverständlich. Aber sonst nichts hier. Irgendwas Interessantes. Außer einer kotzenden Gabi. Na gut. Was haben wir hier? Drei Bengel für Shirley. Ah, sehr witzig. So, dann nochmal mit Karl. Eine Mordskälte. Ich hoffe, Klößchen hat ordentlich geheizt und hält die Türen geschlossen. Ob er dann überhaupt meinen Leuten hört? Oder hat eventuell auch ein Glas... Machen wir die Probe aufs Exempel. Noch ein Glas Orangensaft für Karl. Moment! Moment! Ich komme schon! Geschafft! Grüß dich, Klößchen. Hallo, Gabi. Sag mal, was riecht denn hier so streng? Hat jemand gekotzt? Gabi musste sich übergeben und hat es nicht mehr bis zu einem der Badezimmer geschafft. Unser Grundguter Klößchen hat gleich alle Spuren beseitigt. Freut mich, dass es dir wieder etwas besser geht. Alle Spuren beseitigt. Klößchen ganze Arbeit geleistet. Ich verstehe das nicht. Eben sprudelte Gabi noch über vor Energie und jetzt liegt sie da wie ein schlaffer Sack. Entschuldigt, ich wollte keinem zu nahe treten. Und dann sprudelt sie über von Magensäften und allerlei Ekelhaften. Was für ein schönes, weiches Bett für ein feines, tiefes Schläfchen. Oh, ihr seid ja so interessant wie der Vogel auf dem... Nee, das stimmt nicht. Der Vogel auf dem Internatsschulhof ist wesentlich interessanter als die beiden. Mal sehen. Was haben wir denn jetzt hier? Nichts? Das kann doch nicht wahr sein. Ach, hier ist noch was. Was ist denn das? Ali Spirali. Eine merkwürdige Tablette. Wenn hier ein Dealer war, könnte er sie verloren haben. Vielleicht gleicht sie dem sogenannten Vitaminbonbon, das Gabi angeboten wurde. Ich stelle sie lieber mal sicher. Tim stellt die sicher. Bei sich zu Hause, falls er mal Party machen geht, hat er gleich was Cooles zum Reinschmeißen. Oder wie sehe ich das? Nee. Ihr seid ja in der vorgezogenen Situation, dass ihr jetzt gerade im Internet seid und einfach mal nachgucken könntet, was Ali Spirali denn sein könnte. Beziehungsweise, ob das einfach nur frei erfunden ist oder nicht. Und dann könnt ihr es ja hier unten in die Kommentare schreiben. Ist bestimmt interessant zu erfahren. Ich denke mal, jetzt könnten wir mal mit unserem Befund klingeln und es den anderen zeigen. Ja doch, der Herr des Hauses ist längst unterwegs. Autsch, eine Kante. Und das ging ins Auge. Wir warten lieber noch mit dem Referat. Tut mir leid, Klößchen. Vielleicht sollten wir es für heute lassen. Auf jeden Fall. Küsschen, Gabi. Das scheint sie ja zu lieben. Ah, hier, tatsächlich. Ali Spirali mit einem Totenkopf und Spiralaugen. Gabi, ich weiß, du bist müde, aber ich muss Gewissheit haben. Sah so die Vitamintablette aus, die du von diesem Mikey oder wem auch immer bekommen hast? Das Bonbon. Ja, es hat die gleiche Größe und Farbe. Aber nein, bei mir stand etwas anderes drauf. Nicht Ali Spirali, sondern LSD. Etwas auf Englisch. Ah, Ecstasy Snack wahrscheinlich. Snack Beauty. Außerdem war kein Pilz abgebildet, sondern ein Hengst, der sich aufbäumt. Solltest du mit deinem Verdacht recht gehabt haben? Kann mir mal einer sagen, was das alles zu bedeuten hat? Diese Tablette haben wir auf dem Schulhof gefunden. Gabi hat mal eine ähnliche Tablette als Vitaminbonbon angepriesen. Wir befürchten, dass ein bekannter Seriendarsteller Kostproben verteilt. Wenn es stimmt, dann könnt ihr euch meine Wut sicher vorstellen. Aber würde Mikey so etwas tun? Nein, eher glaube ich, es war doch jemand anders, der mir das Teufelszeug gab. Gehen wir uns mal in der Apotheke über solche Tabletten schlau machen. So ein Dreckschwein. Den müssen wir stoppen. Ich finde, wir sollten diesen Mikey trotzdem aufsuchen. Er ist ja unser Verdächtiger Nummer 1. Worauf warten wir? Ja, auf zu Herrn Brodonski, ne? Und das, was ein Pilz war, das habe ich nun wirklich nicht gesehen. Aber jetzt sollten zwei neue... Oh, sogar vier. Leute, zwei neue Orte aufgeploppt sein. Hier hätten wir einmal die Apotheke und hier können wir immer noch nicht hin. Also nur ein Ort. Aber auch nicht schlecht. Vielleicht nochmal mit Willi nach Hause.
Wenn meine Eltern aus Südamerika zurück sind, werde ich Papa mal fragen, wann er gedenkt, mit dem Lohn herauszurücken. Für eine Woche Haushitten plus Heizerbonus und Treppensteigerzulage. Boah. Freches Kind, der Willi. Zu dumm, dass sich Bertha auf einer Kurve findet. Ohne Haushälterin wird mir erst klar, wie viel Arbeit sie mir sonst täglich abnimmt. Ach so, jetzt muss er das machen, was Bertha normalerweise macht. Können wir mit dem Dino spielen, ein bisschen zocken? Nee, gar nichts. Gar nichts. Das kann doch nicht wahr sein. Nichts, nee. Schade. Dann nochmal mit Gabi. Zu Willi. Armer Klößchen. Ich bin im Moment nicht gerade eine Hilfe bei dem Referat. Wie ich ihn kenne, erledigt er meinen Teil auch noch. Damit wir vor der Klasse keine halbe Sache machen. Naja, jetzt bist du ja hier. Und jetzt kannst du ihm auch helfen, beim Referat. Ich eile. Jetzt stößt er sich gleich wieder. Ja. Nun aber. Und nicht gestoßen. Hast du eine Ahnung, wie lange wir noch für dieses Referat brauchen werden? Also, die Einleitung steht, die Statistiktabelle ist ausgewertet und die Quellenangaben sind so gut wie komplett. Aber an den Ausformulierungen hapert es gewaltig. Oh Mann, und bis Montag muss alles fertig sein. Ich sehe schon ein arbeitsreiches Wochenende vor uns. Ja, dann mach dich mal ran jetzt hier. Und wenn wir eine dieser obdachlosen Zeitungen mit in den Unterricht nehmen, die einem unterwegs verkauft werden? Ah, du denkst an die armen Straßenverkäufer. Soviel ich weiß, dürfen sie die Hälfte der Einnahmen aus dem Erlös aller verkauften Zeitungen als Lohn behalten. Ein gutes Beispiel für Selbsthilfeprojekte. Ja, hier in Hamburg ist das die Hinz und Kunz. Ich weiß nicht, ob das national so ist, aber finde ich eine ganz gute Sache, auch wenn ich die kaum kaufe. Habe ich aber schon gemacht. Das kann man mir nicht vorwerfen. Guten Tag, Herr Brodonski. Oh, hier hat sich ja einiges getan. Guten Tag, Tim. Ja, das habe ich meiner neuen Kollegin zu verdanken. Frau Schulze meinte, in meiner Apotheke würde etwas frischer Wind ganz gut tun. Naja, wie sagt das alte Sprichwort? Neue Besen kehren gut. Ich finde, die Apotheke wirkt jetzt etwas moderner. Weil hier so ein Pappaufsteller ist und hier ein Poster oder warum? Finger weg vom Ecstasy. Da werden wir auch noch erkennen, was das zu bedeuten hat. Hier haben wir Liebe, Macht, Laune. Irgendwelche Durex, Gleitgele oder sowas müssten das sein. Und Keine macht den Drogenplakat mit einem Fußballer mit einer seltsamen Haltung. Und die altbekannte Standuhr. So, jetzt haben wir alles analysiert, was es hier in diesem Raum gibt. Und wir geben Ihnen das Ecstasy, bin ich der Meinung. Herr Brodonski, ich hätte hier... Tim, ich helfe euch Kindern gern. Aber wenn es das ist, was ich vermute, dann gehst du jetzt besser. Was? Wieso denn das jetzt? Liberale Meinung gegenüber Drogen, würde ich sagen. Einen schönen Tag, Herr Brodonski. Ist das ganz schön kalt geworden? Grüß dich, Karl. Es gibt kein falsches Wetter, sondern nur falsche Kleidung. Sie das sagen es. Ja, finde ich nicht gut, die Meinung von dem Apotheker. Ich meine, Tim hätte ja jetzt abhängig sein können von Ecstasy und dann schickt er ihn einfach weg. Das finde ich nicht Waren gut. Waren Sie mit Ihrem Wissen schon mal Quizkandidat? Warum haben manche Tabletten eine Rille? Eine Rille oder Kerbe ermöglicht es, eine Tablette leichter zu halbieren, um die Dosierung so zu verfeinern, wie es der Beipackzettel empfiehlt. Es macht ja bereits einen Unterschied, ob es um kranke Kinder oder kranke Erwachsene geht. Manche beachten nicht die Angaben der Pharmaindustrie und verfahren nach dem Motto, je mehr, desto besser. Das kann fatale Folgen haben. Nicht umsonst wird den Leuten eingetrichtert. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Ja, no shit, würde ich sagen. Also, dass eine Kerbe zum Halbieren ist, das hätte man sich auch so zurechtdenken können. Herr Brodonski, wenn Sie mal einen Blick auf diese seltsame Tablette... Drogen sind selbst für TKKG eine Nummer zu groß. Ich bin da der falsche Ansprechpartner. Bitte bringen Sie auf der Stelle fort. Ja, eine große Hilfe ist er tatsächlich nicht, der Apotheker.
Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht, weil ich den eigentlich mag. Kann ich für Sie nicht mal wieder Medikamente ausfahren? Wie gut kennen Sie sich mit Drogen aus? Mein lieber Tim, ich bin Apotheker. Du glaubst ja nicht, was ich schon für unglückselige Jungs und Mädels gesehen habe, die ganz unbedarft rauchen, trinken, Pillen schlucken, ja, sich wer weiß was spritzen oder durch die Nase ziehen. Auch in deinem Alter. Sag mal, woher rührt denn dein Interesse? Keine Sorge, mich persönlich interessiert das Zeug überhaupt nicht. Noch nicht, lieber Tim, noch nicht. Was meinst du, was los ist, wenn TKKG mal nicht mehr erfolgreich ist? Nein, natürlich Spaß beiseite. Was haben wir hier? Keine Macht den Drogen. Man kann es gar nicht oft genug sagen. Die Jugend braucht gute, vor allen Dingen standfeste Vorbilder. Darum machen oft prominente Sportler Werbung für ein drogenfreies Leben. Es heißt nicht umsonst, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Ja, in diesem Fall Philipp Lahm. Ich finde, er sollte nicht so distanziert von Drogen reden, weil ich meine, was hat er denn hier in seinem Regal stehen? Da werden ja auch sicherlich Schmerzmittel dabei sein. Und ja, all sowas, das gehört ja auch zu den Drogen. Alles, was verschreibungspflichtig ist, ist im Prinzip ja auch eine Droge. Wenn man da an das Wort Drugs im Englischen denkt, was ja auch Medikamente heißt, ist es ein und dasselbe. Waren Sie mit Ihrem Wissen schon mal Quizkandidat? Lieber Himmel, nein, nein, nein. Also, wenn ich sehe, wie sich im Fernsehen die dümmsten Esel blamieren und ein ach so gewitzter Moderator seine Schau abzieht, kein Bedarf. Also mir würde auch mulmig werden bei dem Gedanken, nach einem Patzer von jedem Passanten als der größte Depp der Nation angestarrt zu werden. Ja, möglich, ne? Dass die Filmleute da alle auf Drogen sind, weil sie mit dem Stress nicht klarkommen. Guten Tag, Willi Sauerlich. Hat deine Mutter den Flug nach Südamerika gut überstanden? Oh ja. Von ihnen hat sie also das Mittel gegen Reiseübelkeit. Das wurde aber Zeit. Während mein Vater seine Flüge genießt, füllt meine Mutter ständig diese grässlichen Tüten. Grauenhaft. Es freut mich zu hören, dass ich behilflich sein konnte. Nein, also übel wird mir beim Fliegen nicht, aber meine Ohren tun immer höllisch weh. Meistens jedenfalls. Mehr Sport und weniger Schokolade würde auch dir gut tun, Willi. Selbst wenn beides im Körper Stoffe freisetzt, die Glücksgefühle hervorrufen. So, und was ruft denn diese Pille hervor, Herr Doktor? Herr Apotheker natürlich. Herr Brodonski, wir wollen... Also, es geht um diese... Willi, ich habe das nicht gesehen. Du weißt ja, wo die Tür ist. Oh Mann, ey, ganz ehrlich. Man kann sich auch anstellen. Woran erkennt man, dass jemand Drogen nimmt? Ich finde, du bist reichlich jung, um dich mit diesem Thema zu befassen. Wer Drogen nimmt, geht eine Gefahr ein. Außerdem ist es illegal. Du würdest dich strafbar machen. Besitzt du etwa Drogen? Es soll ja ganz Abgebrühte geben, die welche wie selbstverständlich bei sich tragen. Wo denken Sie hin? Aber Sie machen es einem nicht leicht. Gesetzt den Fall, jemand wolle davon loskommen und sich Ihnen anvertrauen. Ja, das finde ich genauso auch. Also... In dieser Hinsicht finde ich den Apotheker sehr, sehr altmodisch. Vielleicht liegt das an dem Alter des Spiels, aber vielleicht ist es ja auch so gewollt. Hallo, Gabi. Du siehst ein wenig blass um die Nase aus. Geht es dir nicht gut? Ich habe was Falsches gegessen und mich übergeben. Das kommt vor. Wenn es öfter zu solchen Beschwerden kommt, empfehle ich dir dringend den Gang zum Arzt. Naja, wenn man Ecstasy isst... Herr Brodonski, neulich habe ich eine ähnliche Tablette wie diese. Gabi, 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 so etwas dulde ich in meiner Apotheke nicht. Da kommt Kundschaft. Kein Wort, geh jetzt. Okay, ich mochte den Apotheker ja eigentlich immer. Wie soll man sich verhalten, wenn jemandem wegen einer Droge übel wird? Ein Notfall also. So wie du mitbekommst, dass es sich wirklich um Drogen handelt, bittest du einen Dritten Hilfe zu holen.
Der soll sofort die Notrufnummer wählen. Du selber bleibst bei dem Kranken und versuchst, mit ihm zu sprechen. Gib ihm was zu trinken. Nur Wasser. Öffne vorsichtig zu enge Kleidung und sorge für frische Luft. Finde heraus, was er genommen hat. Dann weiß der Arzt sofort, woran er ist. Scheue dich nicht, ihm alles, was du weißt, anzuvertrauen. Das würde ich machen. Alle Ärzte unterliegen ja der Schweigepflicht. Einmal, denke ich, versuchen wir es noch. Können wir nichts anderes anklicken hier? Doch, das hier. So also können Ecstasy-Tabletten aussehen.